Die Planung zur Mission Olympic geht in die nächste Runde. Um den Titel zur aktivsten Stadt Deutschlands zu holen, muss sich Offenbach am 6. und 7. September so sportlich wie möglich zeigen. Deshalb hat die Stadt alle Vereine dazu eingeladen, zusammen zu brainstormen. Im Rathaus überlegten sich unterschiedliche Vereinsmitglieder aus Offenbach, welches Programm an den Mission Olympic-Tagen möglich wäre. Sportamtsleiter Jürgen Weil weiß, dass es nicht so einfach ist, Ideen sprudeln zu lassen. Bei der Ideenfindung ist natürlich auch manchmal die Angst nach dem Motto, ich habe eine gute Idee, wer muss sie jetzt ausführen? Ja, da muss man natürlich sozusagen den Leuten auch dann sagen, okay, wir unterstützen euch. Ja, wir sorgen für Location, wir sorgen auch durchaus für Gerätschaften, für Equipment, ja auch manchmal der ein oder andere Zuschuss, weil man sagt, wir müssen was beschaffen. Auch da sind wir mit Sicherheit mit allem dabei. So sammelten die Gruppen gemeinsam Ideen und hefteten sie an eine Pinnwand. Heraus kamen so einige gute Einfälle, wie man zur aktivsten Stadt Deutschlands wird. Manuela Damm, Vorsitzende des Wassersportvereins, freute sich über den gemeinsamen Austausch. Wir hatten uns als Rudervereine schon zusammen besprochen, dass wir was gemeinsam machen wollen. Und daher war es gut, dass die Vorstellung hier halt nochmal insgesamt stattgefunden hat. Und wir fanden es auch gut, jetzt mit anderen sich nochmal zu unterhalten, wie kreativ doch manche Sachen noch gestaltet werden können. Auch Dieter Levi Wach von der lokalen Agenda 21 ist der Meinung, mit Engagement und Kreativität kann die Mission Olympic in Offenbach ein voller Erfolg werden. Es ist schon einiges da. Ich glaube, das ist eine. Ich glaube, wir sollten die Bedenkenträger, die es ja immer gibt, bremsen. Und man kann immer gleich sagen, ja, das wird zu schwierig. Und wir sollten lieber die Frage stellen, was ist möglich? Und es ist eine ganze Menge möglich. Und das ist Offenbach, da steht auch Offenbach für, mit seinem wenigen Geld immer alles hinzukriegen. Ne? So waren die Pinnwände zum Abschluss der Sitzung ordentlich befüllt. Doch was macht die Stadt jetzt mit den ganzen Ideen? Die ersten Ideen, die werden jetzt schnellstmöglich gesichtet. Dann muss man schauen, gibt es Duplizitäten? Wo ist es überhaupt möglich? Ist es machbar? Ist es umsetzbar? Aber so, was ich bis jetzt gelesen habe, denke ich mal, dass wir alles irgendwo übernehmen können. Doch nicht nur die Vereinsideen sollen umgesetzt werden. Noch einen ganzen Monat lang wartet die Stadt auf ebenso kreative Einfälle von den Bürgern.